Sonne scheint. So, guten Morgen. Sieht sicher noch voll verpennt aus. Ja, ich saß gestern noch mit meinem Nachbarn etwas länger vor seinem Bulli. Ja, haben das ein oder andere Bier getrunken. Und es fing richtig an zu winden, sodass er seine Markise reinfahren musste. Ja, es hat auch ein bisschen getröpfelt, war recht frisch dann. Aber ja, um 12 habe ich mich dann hingelegt. Ja, für den Campingplatz habe ich jetzt hier 12 Euro gezahlt. Das ist doch sensationell und total freundlich. So, jetzt gehe ich mal duschen. Hier ist der Abwaschraum. Sehr einfach, aber hier mit Kühlschrank war auch relativ selten. Cool. Ja, guten Morgen. Heute ist der 16. August 2022. Ich bin hier auf dem Campingplatz Möllcamping in dem Ort Möllbrück, genau. Und heute Abend werde ich auf jeden Fall Villach erreichen, mein eigentliches Ziel. Allerdings fährt erst mein Zug am 20., sodass ich noch ein bisschen Zeit habe, etwas weiter zu fahren auf der Alpe Adria. Ja, muss ich mal schauen. Ich muss natürlich dann irgendwie wieder zurückkommen. Werde ich wahrscheinlich dann zurückfahren. Ich werde jetzt nicht ganz an die Adria runterfahren. Das wäre zu viel und ich glaube, da ab Udine wird es sowieso etwas langweilig. Ich glaube, das muss man nicht haben. Jo, ich wollte euch doch noch mal kurz meine Kulturtasche zeigen. Ich bin da ganz stolz drauf, dass ich da eine Idee hatte. Und zwar habe ich mein Rasierwasser hier abgefüllt. Ich weiß nicht, ob ihr Rasierwasser benutzt. Also es wurde mit der Displayfolie mitgeliefert zum Aufsprühen des Klebers. Ja, und da habe ich mir dann hier in so einem Sprayer Rasierwasser abgefüllt. Ich finde die Idee super. Ja, und übrigens, hier ist mein Duschgel, mein Shampoo. Das ist noch dreiviertel voll. Ich brauche immer extrem wenig, wo ich jetzt schon, ja, ich glaube, 10 Tage unterwegs bin. Ja, mehr sogar. Am 5. bin ich los. Ja, 11 Tage. Wahnsinn, ne? Ja, dann habe ich mir in so einem kleinen Döschen Deo abgefüllt. Das ist so Naturdeo auch. Also ich stehe so auf Naturkosmetik eigentlich nicht konsequent, aber ja, das hält auch extrem lange. Also das ist so eine Dose, kostet 4 Euro. Die hält 4 Monate. Das ist der Wahnsinn. Ja gut, wen das interessiert, keine Ahnung. Was mache ich? Ich werde so langsam mal zusammenpacken, werde einen Kaffee trinken. Vielleicht fahre ich noch mal um die Ecke, hole ein Brötchen. Hier ist auch gleich ein Supermarkt um die Ecke. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, es ist 10.13 Uhr und ich habe es geschafft, vom Platz zu kommen. Ja, mein Nachbar war total nett. Ja, ein bisschen geschnackt. Hat mir eine fränkische Leberwurst angeboten. War total lecker, so eine hausgemachte. Ja, jetzt geht's weiter. Und diesen Abschnitt bin ich gestern Abend noch gefahren zur Tankstelle, um mir Getränke zu besorgen. Unter anderem Multivitaminsaft, den ich heute Morgen noch getrunken hatte. Ja, jetzt bin ich im großen Tal. Der Campingplatz war super, ganz einfach gehalten. Okay, da hätte es mehr Duschen geben können, aber es gab jetzt auch keine Schlangen. Und ja, habe 12 Euro bezahlt, hatte ich ja schon erwähnt. Das ist auch phänomenal. Also es war so ein Gemeindecampingplatz von Möllbrücke. Ja, und der Fluss floss direkt nebenan. Die Möll. Genau. Und jetzt geht's Richtung Villach. In 60 Kilometer werde ich da sein. Und dann schaue ich mal, wo ich weiterhin fahre. Auf jeden Fall weiter auf der Alpe Adria. Es ist ein herrlicher Tag wieder. Obwohl auch ein bisschen Regen angesagt ist. Schauen wir mal. Dann passieren Sie Priori Trinkwasser. Gestern an der Tankstelle habe ich die Gelegenheit genutzt und mein Rad einmal mit dem Dampfstrahl abgesprüht. Es kommt ja immer schon Strahl raus, bevor man den Griff von der Pistole drückt. Und der Strahl hat ausgereicht.
um das Rad in ein, zwei Minuten wieder einigermaßen sauber zu kriegen. Das war ja schon richtig verstaubt. Ah, Posadas war ganz malerisch, das Dörfchen. Jetzt gar nicht groß gefilmt. War damit beschäftigt, ein Rentnerpärchen zu überholen. Und jetzt geht's ins schattiges Abschnittchen. Ein Dixi-Klo. Ah, herrlich, ist das sehr geil. Kann ich genug kriegen. Servus. Ach, von der Kirche sieht man aber nicht viel. Ah, jetzt. Die ersten 7 Kilometer sind wirklich top hier an Straßenqualität, Wegequalität. Es sind allerdings Straßen, aber ich hatte erst 2 Autos gesehen. So, geradeaus. Eine Unterführung kommt jetzt. Jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. Ah, jetzt muss ich Vorfahrt gewähren. Das sind sogenannte Komparsen, die genau darauf abgestimmt sind, dass sie genau dann kommen, wenn ich komme. Also perfektes Timing. Haben sie echt gut hingekriegt. Wir sind wieder mal Landstraße, sehr hügelig. Ja, ich habe gerade die Straßen zu früh gelobt. Oh, hier gibt es eine Bike-Station. Ja, ist etwas Landstraße. Ist mal wieder so. Aber gut. Ja, Misthaufen gibt es auch noch. So, jetzt geht's hier rechts runter. Hey. Na, wer sagt's denn? Die Bremsen, die greifen doch. Das hintere Rad gerade mit einer Hand, ist sowieso mit einer Hand, zum Blockieren gekriegt. Alpe Arschloch, Radweg, Qualitätsradweg. Hier, ich glaube, das Spital, nicht? Gäbe es Einkaufsmöglichkeiten. Ja. Hier könnte ich sicher irgendwo was frühstücken. Es ist jetzt 5:11 Uhr, aber es ist mir definitiv noch zu früh. So, ich fahre mal weiter. Es kommt sicher noch ein anderer Ort. Chevy Look hier, cool. Ja, jetzt geht's weiter nach Ferndorf. Zumindest war da gerade ein Schildchen. Ich hoffe, das Frühstück liegt nicht allzu fern. Das ist wieder so ein Komparse, der genau mit seinem Trecker kommt, wenn ich hier überholen will. Ja, auch wenn ich spät losgekommen bin, bin ich echt motiviert, heute meine 100 Kilometer zu machen. Aber einfach noch offensichtlich das Sahnestückchen von der Alpe Adria zu sehen. Also vielleicht nicht heute, aber morgen spätestens. Oh, wieder perfekter Weg. Heute habe ich es endlich mal geschafft, diese Rockboss-Tasche zu tauschen. Ich glaube, die schleppe ich schon seit 2 Tagen mit mir rum. Jetzt habe ich die andere entsorgt. Ja, also ich glaube, dass ich die einfach zu voll gepfropft habe. Mit Werkzeug und so weiter und den Reißverschluss mit Gewalt geschlossen hatte, dann kann das natürlich schon mal vorkommen. Und bei 20 Euro ist das eigentlich auch egal. Wenn das 2 Jahre hält, ist das in Ordnung. So, weiter geht's hier lang.
Ja, hier kann man Kit kaufen, wenn man möchte und den mitschleppen möchte. Ich habe jetzt 22,2 Kilometer, bin jetzt fast eine Stunde gefahren. Schnitt von 23, Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, ich bin ganz gut vorangekommen. Bin jetzt hier ein paar Kilometer neben der Autobahn hergefahren und muss jetzt mal Orangensaft wegbringen. Mein Tipp, niemals in der Kurve, weil man sieht die Radfahrer dann immer nicht kommen. Am besten an einer Geraden, wo man schon eher einsehen kann, wann wieder Radfahrer kommen. Ja, hier zum Beispiel ist schlecht. Und dann bitte nicht in der Nähe von irgendwelchen Bänken oder Sitzgelegenheiten, weil das muffelt dann immer. Jo, Pro-Tipps. Ja. Ja, ein paar Minuten später fährt man hier an der Drau entlang. Wunderbar. Das ist optimal. Am Klaffen da, kriegt die nicht durch. Aber jetzt ist es irgendwie bezahlt, ja. Das ist aber gut. Ja, schönes Plätzchen mit Aschenbecher. Hier kann man doch mal einen Schluck Wasser trinken. Ja. So, ich habe nur kurz was getrunken. Ich fahre mal weiter. Jetzt habe ich wieder die ganzen Familien eingeholt, überholt. Jetzt überhole ich die zum dritten Mal. Jetzt kommt gleich eine Staustufe. Yes. Hier geht es auch für mich weiter. So, darauf verzichte ich für ein kühles, blondes. Es ist einfach noch zu früh. Es ist jetzt 11.46 Uhr und diesmal weiter. Hier öffnet sich die Landschaft wieder. Das ist der schönste Abschnitt bis jetzt heute. Schön an der Drau entlang. Dankeschön. Ja, danke. So, ich habe mir ein Latte Macchiato bestellt und noch dazu ein XXL-Toast. Bist gleich kommen. Ja, hast du da lauschig hier. Ich habe jetzt, glaube ich, so um die 40 Kilometer abgespult. Mal gucken. Ja, 38,5. Durchschnittsgeschwindigkeit 22,7. Während der Fahrzeit. Wir sind jetzt auf 503 Meter Höhe. Mhm. Na, im Prinzip ist es nichts anderes als ein Käsebrötchen. Ja, nachdem ich hier bestimmt schon eine Stunde wieder rumsitze, habe ich doch geplant, jetzt nur bis Villach zu fahren, weil zwischen Villach und Gemona keinen Campingplatz aufzufinden ist. Ich hatte kurz mit Patrick geschrieben und werde jetzt mich entschlossen, auf den Campingplatz zu gehen, den er kennt. Und ja, dann fahre ich morgen weiter nach Gemona. Das sind dann um die 100 Kilometer. Dann habe ich 2 Tage Zeit oder ich muss es ja an einem Tag schaffen, weil es ja keinen Campingplatz gibt. Also heute geht es nur bis Villach und da ist der Campingplatz direkt am Badesee, so dass ich dann heute noch ins Wasser springen kann bei der Wärme. Super. So, das war eine etwas längere Pause. Jetzt haben wir also eine Aussichtsplattform.
Ja, und hier ist das Kraftwerk, an dem ich vorbeigefahren bin. Ich halte mich jetzt auch nicht länger auf, sondern fahre jetzt weiter, auch wenn ich nur 15,5 Kilometer habe. Ja, ich könnte nicht noch baden heute, wie geil. Ja, da muss ich mal schauen, was ich die nächsten 3 Tage dann noch mache. 17., 18. oder 19. habe ich dann noch zur Verfügung. Es soll auch noch regnen. Überlege ich mir heute Abend in Ruhe. Jetzt geht es erstmal weiter an der Drau. Oh, ist recht frisch plötzlich. Ich saß an der Sonne, auch wenn ich unter dem Sonnenschirm saß. Und mein Sattel, der ist jetzt so heiß. Das ist eine richtige Sitzheizung. Was für eine tolle Brücke, eine geschwungene Hängebrücke. Das ist statisch gar nicht so einfach. Aber ich glaube, durch den Schwung hat man die Eigenschwingung relativ gut im Griff. Weil durch den Schwung das wie ein dreidimensionales Dreieck wirkt. Soweit meine Erklärung. Ich habe mich gerade entschieden, über diese Brücke zu fahren. Ach, ich gucke mir sie einfach mal an. Achtet einmal auf die niedrig hängenden Hochspannungsleitungen. Genau dies war nämlich der Grund, weshalb von einer ursprünglich geraden Hängebrücke in eine im Grundriss kreisförmig gebogenen Überbrückung mit einem Pylon und einem asymmetrisch liegenden Tragseil neu konzipiert wurde. Einfach schön, diese Brücke. Ach, hier ist ein Bahnsteig. Ich fahre weiter auf der anderen Seite. Darf ich nochmal über die Brücke fahren? So, das Ganze nochmal von der Seite. Juhu. Da werde ich die beiden Typen mit dem Hund nochmal überholen. Zum dritten Mal. So, nochmal Wasser nachfüllen. Ja, der Wahnsinn wieder. Ja, ich bin jetzt 4 Stunden unterwegs, habe 51 Kilometer hinter mir. Und ja, die 4 Stunden einschließlich der Pausen. Und bin gleich da, in 4 Kilometern kommt der Campingplatz. Ja, 14.10 Uhr, bin wahrscheinlich 14.20 Uhr da. Ja, wird ein kurzer Tag, kurzer Trip. Ja, schade, dass es nach Villach erstmal keine Campingplätze gibt. So, ich muss mal umdrehen, weil ich die Abfahrt verpasst habe, weil ich jetzt zu meinem Campingplatz bin. So. Hier wird's eng. Ja. So, scharf links abbiegen. Komme ich jetzt nicht auf den Bürgersteig. Ist auch ein Fußweg. Inzwischen haben wir auch 27 Grad. Und das ist auch recht schwül. Ab sind wir weit. 2 Kilometer. Ja, vielleicht wird der ein oder andere festgestellt haben, dass es keine Untertitel mehr gibt. Keine richtigen handgeschriebenen Untertitel. Ja, ich habe das nach meiner Tour via Claudia Augusta dann eingestellt, weil das doch sehr viel Aufwand ist. Ich sitze da immer 4-5 Stunden dran, um den Text einzugeben. Ich hatte zum Schluss das auch relativ
zügig hinbekommen mit Spracheingabe. Aber du musstest ja doch immer wieder ein bisschen korrigieren und naja. Aber wer möchte, der kann das gerne für mich ehrenamtlich tun. Man kann bei YouTube Personen oder Accounts freigeben, die dann Untertitel schreiben. Also immer her damit. Mich freuen. Man kann dann den Untertitel dann auch automatisch in anderen Sprachen übersetzen lassen. Aber ich glaube, das sind bei 3.500 bis 4.000 Wörter. Ist ja schon eine Menge Arbeit. Oh, hier ist es. Das sieht ja mal schicki aus hier. So, einmal unter der Straße durch. Das heißt, liegt der Campingplatz direkt an der Straße. So, Rezeption. Zielcampingweg St. Leonhard 12, Villach erreicht. Ja, bin jetzt hier in Villach auf dem Campingplatz. Blende ein, wie der heißt, weiß ich gerade nicht. Hier ist auch direkt der Seezugang. Ich habe keinen Strom auf dem Platz, kann aber oben in so einem Holzverschlag meine Sachen abstellen. Und habe einen Anruf bekommen, dass mein Auto abgeschleppt worden ist, weil mein Auto genau auf einem Rohrbruch geparkt hatte. Ich habe dem Nachbarn aber einen Schlüssel gegeben, aber der kam wohl nicht rechtzeitig, sodass er nicht mehr rechtzeitig das Auto wegfahren konnte. Soll mich dann aber wohl nichts kosten, ist ja klar. Gut, ich habe auch noch mal gefragt, ob ich hier vom 19. auf den 20. Reservieren könnte. Meinten, nee, das sei so voll hier. Hab ein bisschen gebettelt, ging dann schon. So, jetzt baue ich mal das Zelt auf. Ja, es ist wahnsinnig warm, 27 Grad, habe ich ja schon erwähnt. Ich habe gerade mal bei dem Campingplatz in Gemona angerufen. Das liegt ja ungefähr 100 Kilometer weiter auf der Alpe Adria. Da werde ich morgen hinfahren. Das sind 100 Kilometer. Ja, müssten so schaffen sein. Es geht zwar bergauf, aber überwiegend bergab. Ja, dann habe ich noch 2 Tage. Hier den Platz habe ich dann schon mal sicher, übermorgen oder vom 19. auf den 20. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie ich den übrigen Tag noch gestalte. Hier gibt es noch einen Aufenthaltsraum mit einigen Steckdosen. Und er meinte, hier könnte ich meine Akkus laden. Und da sei noch nie was weggekommen. Das will ich auch machen. Ich werde jetzt meine Ortlieb-Tasche reinpacken und dann stelle ich das hier ab. Ich habe hier immer Zugang. Das heißt, wenn Akkus voll sind, kann ich die auch tauschen. Ja, super. So, ich bin jetzt wieder zurück am Zelt. Es ist wahnsinnig heiß. Man hat hier überhaupt keinen Platz im Schatten. Und ja, ich werde jetzt gleich mal in den See hopsen. Ich sitze so am Halbschatten von meinem Fahrrad. Ich habe mich mal jetzt in den See begeben. Dann wird man ins Wasser springen. Kurzes Fazit vom Tag. Ja, war jetzt nicht super aufregend. War ein bisschen tröge, ehrlich gesagt, aber war okay. Später dann am Trauradweg. Man hat dann auch ein bisschen was von der Trau gesehen. Aber jetzt nicht super spektakulär. Da erwarte ich mir morgen viel mehr. Muss ich morgen früh aufstehen, es sind 105 Kilometer. Und ja, jetzt habe ich mir noch was zu essen geholt bei Billa. Das ist ein Supermarkt, der ist jetzt 2 Kilometer weit weg. Fleisch geht es mal wieder. Ein Brötchen mit Kartoffelsalat. Hier gibt es auch ein gutes Restaurant. Hat mir Patrick erzählt, mit sehr gutem Essen und auch nicht teuer. Allerdings ist es da sehr voll und ich habe jetzt keine Lust, mich da oben alleine hinzusetzen. Deswegen esse ich am Platz. Ich habe auch einen netten Nachbarn, der eine lange Radreise macht. Der hat ein Jahr jetzt vor zu reisen. Hat die ersten 2 Wochen hinter sich. Er will jetzt Richtung Iran und dann Dubai und letztendlich nach Australien, wo irgendwie Verwandte oder Tochter wohnen. Keine Ahnung. Da werde ich mich gleich nochmal dazusetzen. Ja, dann habt noch einen schönen Abend und ich auch. Danke, bis dann. Tschüss.